Leute. Bevor ich aber zu den Büchern komme, möchte ich mich noch kurz bei euch bedanken für das tolle Feedback zu meinem letzten Lesemonat. Ich hatte euch ja dort gefragt, was ihr von längeren Lesemonaten halten würdet, damit ich mich nicht immer so kurz fassen muss oder so viel rausschneiden muss. Und ich habe damit gerechnet, dass die meisten sagen, ja, ist auch in Ordnung, wenn es sein muss nach dem Motto, aber im Gegenteil. Ihr wart ja so davon begeistert und habt sogar geschrieben, dass ihr sowieso lieber längere Lesemonate schaut. Von daher, ich hätte einfach mal früher fragen sollen. Aber besser spät als nie. Ich denke, der heutige Lesemonat wird auch echt lang werden, weil ich so viel gelesen habe. Anfangen möchte ich mit einer Reihe, nämlich der Plötzlich Fee-Reihe. Dieses Cover ist doch nicht schön. Ja, in dem Buch geht es um Megan. Sie hieß doch so, oder? Ja, genau. Ich kann mir Namen ja einfach nicht merken. An ihrem 16. Geburtstag passieren mehrere komische Dinge, die sich nicht logisch erklären lassen. Als dann auch noch ihr kleiner Bruder entführt wird, stellt sich heraus, dass Megan nicht ein normaler Mensch ist, sondern zur Hälfte auch eine Fee. Und Megan reist daraufhin in das Feenland, das sogenannte Nimmernie, um dort ihren Bruder zu befreien. Ich dachte hier ehrlich gesagt bei dem wunderschönen, süßen Cover und auch bei dem Klappentext, dass es so eine kitschige 0815 Liebesgeschichte, Fantasy-Reihe wird. Aber so 0815 ist es dann doch nicht. Ich habe mir Megan vorgestellt in ein Palast, in Glitzerkleidchen, wie sie da rumtanzt und sich verliebt, aber nee. Dieses Buch ist sowohl düster als natürlich auch bunt. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Welt. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wesen und es hat mich sehr an Alice im Wunderland erinnert, auch von der Atmosphäre her und von dem Aussehen einfach, wie ich mir das so vorgestellt habe. Hat mich wirklich positiv überrascht, sodass ich dann danach direkt den zweiten Teil gelesen habe. Der hat mir auch wieder gut gefallen. Ich würde ihm auch so 4 Sterne geben. Am Anfang dachte ich so, oh nee, Megan, mach das doch jetzt nicht, sei nicht so dumm. Da hat sie doch wieder dem einen oder anderen Klischee entsprochen. Aber ich finde, sie hat sich dann wieder gefangen und auch einfach die ganze Geschichte hat sich richtig gut weiterentwickelt. Von daher, ich bin gespannt auf die nächsten Teile, werde ich mir dann irgendwann kaufen, wenn ich sie ein bisschen günstiger bekomme. Ja, dann habe ich eine Fortsetzung gelesen von einer Reihe, die ich letzten Monat angefangen habe. Das heißt, wenn ihr mehr zu dem Inhalt hören möchtet, schaut euch am besten den letzten Lesemonat an. Und zwar habe ich den zweiten Teil von Lockwood und Co. gelesen, von Jonathan Stroud. Ja, der hat mir auch wieder richtig gut gefallen, genau wie der erste. Ich habe mich wieder wie eine Geisterjägerin gefühlt. Hier sind sehr, sehr viele Abenteuer vorhanden. Ich mag die Charaktere, ich mag den trockenen Humor. Kann ich wirklich nur empfehlen. Der Cliffhanger ist auch richtig gemein. Von daher habe ich mir schon den dritten Teil gekauft. Ebenfalls eine Fortsetzung, die mich aber leider nicht begeistern konnte. Im Gegenteil, ich habe mich fürchterlich aufgeregt, ist der zweite Teil von Dark Elements von Jennifer L. Armentrout. Mehr zu der Handlung auch im letzten Lesemonat. Ich möchte euch jetzt nur ganz kurz meine Eindrücke schildern. Ich möchte euch ja auch nicht spoilern oder so. Mir hat der erste Teil richtig gut gefallen. Ich fand die Fantasy-Welt richtig genial gemacht und auch spannend. Die Konflikte, die da herrschen. Sodass ich dann einfach dachte, der zweite Teil wird genauso spannend. Aber ich habe mich hier fürchterlich aufgeregt. Ich habe ja grundsätzlich nicht unbedingt was gegen Liebesdreiecke, sag ich mal. Die können ja auch ganz spannend sein. Man mitfiebert, für wen sich die Protagonistin oder der Protagonist entscheiden wird. Aber hier war es einfach nur fürchterlich. Draußen war die Kacke am Dampfen, sag ich mal. Draußen sind so viele gefährliche Dinge passiert. Aber hier waren die Charaktere einfach nur blind. Sie hatten ihre rosarote Brille auf. Diese Layla hing alles 20 Seiten einem der Kerle an der Brust. Ja, wirklich. Und das wurde auch immer sehr genau beschrieben. Und ganz ehrlich, das hat mich fürchterlich aufgeregt. Wie dumm die sich einfach verhalten haben. Dieses Liebesdreieck war so nervig. Es ging eigentlich um gar nichts anderes mehr. Und auch die Überraschung am Ende, die war für mich alles andere als überraschend, weil ich das schon sofort am Anfang kapiert habe bei der ersten Anspielung. Aber die Charaktere waren einfach nur blind. Ja, dann habe ich auch noch mal ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes gelesen. Da habe ich euch ja auch einen Vergleich gemacht zwischen Buch und Film. Dafür habe ich das nochmal gelesen. Kann ich euch auch nochmal hier verlinken, falls ihr das Video anschauen möchtet. Als nächstes habe ich diese 3 textmarkerfarbenen Bücher von Britta Sappert gelesen. Ehrlicherweise habe ich sie mir ja auch nur gekauft, weil sie so schön aussehen und so lustige Titel haben. Der Inhalt konnte mich leider nicht überzeugen. Pinguinwetter und Panda Blues gehören auch zusammen. Und in Pinguinwetter geht es
um eine Frau namens Charlotte, die ist Anfang 30, verliert ihren Job, ist eine totale Karrierefrau und hat keinen Mann und ist einfach total, ja, verbittert und motzig. Und ich hatte die ganze Zeit beim Lesen so eine meckernde, motzige Frauenstimme im Kopf, die sich auch über alles und jeden lustig macht. Und, ach nee, die war mir so unsympathisch, mochte Charlotte überhaupt nicht. Panda Blues hat mir minimal besser gefallen. Charlotte hat mich immer noch wahnsinnig genervt, aber von der Geschichte her war es ein bisschen besser. Von daher 2,5 Sterne. Aber ich kann es leider nicht empfehlen. Vielleicht bin ich auch 10 Jahre zu jung dafür, ich weiß es nicht. Das Leben ist kein Ponyhof. Da geht es um Antonia. Und Antonia ist auch so eine Karrierefrau. Und sie muss dann aber ja auf ihren Stiefvater aufpassen. Der ist schon etwas senil und baut halt dauernd irgendeine Scheiße. Und sie muss eben auf ihn aufpassen, weil ihre Mutter eine Reise gewonnen hat. Und ja, sie geht dann einfach. Also dem Buch würde ich so 3 Sterne geben. Es hat mir deutlich besser gefallen als die anderen beiden Bücher. Der Humor konnte mich trotzdem nicht ganz überzeugen. Aber ich mochte den alten Mann ganz gerne. Der war so richtig cool drauf. Und ja, deswegen bekommt das Buch von mir 3 Sterne. Ja, dann hat mir der Heine Verlag noch ein Buch zugeschickt, nämlich 5 am Meer von Emma Sternberg. Und ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, ob mir das so gefallen könnte, da ich halt von den 3 anderen Büchern doch eher enttäuscht war. Es geht nämlich ebenfalls um eine Frau, die Anfang 30 ist und ihren Freund in Flagranti mit einer anderen erwischt. Und nur wenige Minuten später klingelt es an ihrer Haustür und ein Nachlassdetektiv aus den USA steht vor der Tür. Und er behauptet, dass Lynn, so heißt die Protagonistin, etwas geerbt hätte. Und zwar hätte sie in den USA eine Tante zweiten Grades gehabt, von der sie bisher nichts wusste. Und diese hätte ihr Anwesen vermacht. Ja, für Lynn ist das natürlich eine totale Überraschung. Aber es kommt ihr eigentlich ganz recht, denn sie möchte einfach nur noch raus auf München. Und so fliegt sie kurzerhand in die USA, genauer gesagt in die Hamptons. Und dort findet sich heraus, dass dieses Haus, das sie geerbt hat, früher mal eine Pension war. Überraschenderweise wohnen dort aber noch 5 Senioren. Und ja, die lernen wir dann im Verlauf des Buches kennen. Und wie es dann mit Lynn und den Senioren weitergeht, das möchte ich euch natürlich nicht verraten. Mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen. Meine Skepsis war auf jeden Fall unbegründet. Der Schreibstil war wunderschön. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich hatte auch dieses Urlaubsfeeling. Lynn war mir auf jeden Fall auch sympathisch. Aber vor allen Dingen haben mir die Senioren gefallen. Ich weiß, die waren einfach so herzlich und niedlich. Und ich mag es, wenn alte Menschen in Büchern vorkommen und man einfach ja deren Lebensgeschichte erfährt. Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen für einen schönen Sommerurlaub oder einfach für ein paar schöne Stunden im Garten. Dafür finde ich es einfach super geeignet. Dieser Lesemonat wird auf jeden Fall lang werden. Ich habe noch einige Bücher, die ich euch zeigen möchte. Als nächstes habe ich dann Flirt mit Nerd von Leah Wayne Miller gelesen. Und in dem Buch geht es um Maddie. Und Maddie führt ein Doppelleben. In der Schule verkörpert sie das typische Klischee einer Cheerleaderin. Sie ist beliebt und hat natürlich den Footballstar als Freund. Doch zu Hause ist sie ein totaler Comic-Nerd. Das darf jedoch keiner erfahren, denn ihrer Meinung nach wäre sie dann ja total unbeliebt und alle würden sich über sie lustig machen. Als sie dann aber einen anderen Comic-Nerd kennenlernt, der ihr so ein bisschen ja den Kopf verdreht, wird es für sie immer schwieriger, das Doppelleben aufrechtzuerhalten. Ich hatte wirklich viel Spaß mit dem Buch. Ich musste sehr, sehr oft lachen. Dieser gewisse Nerd-Faktor ist einfach richtig cool. Ich hatte auch richtig Bock, danach einen Comic zu lesen, also was ich bei uns noch nie hatte. Falls ihr vielleicht auch nicht so gerne lest, dann kann ich euch das Buch aber auf jeden Fall empfehlen. Ihr werdet es so durchsuchten. Ich hatte es innerhalb von einem Tag durchgelesen. Ich möchte aber noch eine Sache dazu sagen. Oh, draußen geht gerade die Welt unter. Oh je, Mini. Ich sollte vielleicht gleich mal das Fenster zumachen. Bitte schämt euch nicht für euer Hobby. Egal, ob ihr jetzt Comic liest, Kreuzworträtsel gerne macht oder Steine sammelt. Egal, was für ein Hobby ihr habt. Es wird immer Menschen geben, die sich darüber lustig machen. Aber seid einfach, wie ihr seid. Und dann werdet ihr merken, dass es auch noch andere Menschen gibt, die genau das gleiche Hobby haben. Und mit denen könnt ihr euch dann anfreunden. Das wäre doch super schade, wenn ihr diese Menschen nie kennenlernt, nur weil ihr euch das ganze Leben verstellt. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen, weil ich eben auch weiß, dass ich ein paar jüngere Zuschauer habe. So, dann habe ich noch eine Reihe angefangen und auch schon direkt durchgelesen. Und zwar ist das die Verliebte-Serie-Reihe von Sonja Kelblinger. Und das ist der erste Teil Rosen und Seifenblasen.
Und das ist eine eher ja, Reihe für etwas Jüngere, würde ich sagen. Also ich habe mich wirklich stellenweise zu alt dafür gefühlt, aber es war trotzdem ganz amüsant und lustig. Es geht hier um die 14-jährige Abby und sie liebt es, sich über die kitschige Waisenoper Ashwood Park lustig zu machen, die von ihrer Schwester regelrecht vergöttert wird. Doch als sie dann plötzlich anfängt, ja, zu flimmern und zu flackern, verschwindet sie plötzlich in dieser Serie. Und ja, was ihr dort passieren wird und welche Rolle sie in dieser Waisenoper spielt, das möchte ich euch nicht verraten. Es ist eine ganz, ja, süße Reihe, auf jeden Fall, mit so einem, ja, Hauch Fantasy eben, aufgrund dieser, Parallelwelt. Die Geschichte bedient sehr, sehr viele Klischees, die Charaktere sind auch relativ einseitig, wie ich finde. Aber der Schreibstil ist sehr humorvoll, hat mich sehr an Kerstin Gier erinnert, das mochte ich ganz gerne. Deswegen so 3,5 Sterne von mir. Ich habe dann, weil die Cliffhanger immer so gemein sind, wie in einer Serie eben, auch noch weiter gelesen. Teil 2 heißt Lilien und Luftschlösser. Und dann habe ich auch noch den dritten Teil gelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie es zu Ende geht. Ich war gerade so drin. Und der heißt Tulpen und Traumprinzen. Die Reihe war konstant gut. Kein Teil hat mir besser gefallen oder schlechter. Von daher, ja, 3,5 Sterne. Finde ich angemessen. So, dann habe ich noch 3 Bücher, die ich euch zeigen kann. Alles 3 sind Jugendbücher, aber sie haben auf jeden Fall auch gewisse Etwas, wie ich finde. In dem Buch mit dem super langen Titel Im freien Fall oder wie ich mich an eine Pappfigur verliebte von Jessica Park geht es um ein Mädchen namens Julie, die ist 18 Jahre alt und zieht nach Boston, um dort ans College zu gehen. Ja, als sie gerade ihre Wohnung beziehen möchte, stellt sich heraus, dass sie Opfer eines Betrügers wurde und ihre Wohnung existiert gar nicht. Sie kann dann glücklicherweise bei einer befreundeten Familie ihre Mutter unterkommen. Und ja, sie nehmen sie auch recht herzlich auf. Doch man merkt schnell, dass diese Familie ähnlich strange ist. Denn die Tochter Celeste trägt eine lebensgroße Pappfigur mit sich herum, die ihren Bruder Finn darstellen soll, weil dieser gerade auf einer Weltreise ist. Im Verlauf des Buches beginnt Julie dann mit dem echten Finn zu chatten. Sie muss sich dann irgendwann die Frage stellen, ob sie gerade dabei ist, sich in eine Pappfigur zu verlieben. Dieses Buch ist so unheimlich witzig. Ich musste so oft lachen, gerade bei den Stellen mit der Pappfigur, die waren einfach der Knaller. Man merkt aber auch, dass die Charaktere schon ein bisschen älter sind, also ja, Julie entspricht auch nicht so dem typischen Klischee. Also sie ist nicht einfach die typische Protagonistin, die bei jedem Kerl, der vorbeiläuft, gleich Schnappatmung bekommt und ja, nicht mehr denken kann. Das hat mir wirklich gut an dem Buch gefallen. Auch die Wendung, die ich euch natürlich jetzt nicht verraten möchte, war überraschend tiefsinnig. Also ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr was zu lachen haben möchtet. Einfach eine sehr, ja, coole Story, aber auch so ein bisschen, ja, was Tiefsinniges lesen wollt. Dieses Buch habe ich auch wirklich vom Hocker gerissen, sagt man das so? Es geht hier um die 17-jährige Lucille. Und Lucille muss sich ganz allein um ihre kleine Schwester kümmern, denn ihre Mutter ist 2 Wochen zuvor abgehauen und scheint auch auf absehbare Zeit nicht wiederzukommen. Sie muss deswegen arbeiten gehen, Geld verdienen, trotzdem noch zur Schule gehen, sich um ihre Schwester kümmern, natürlich die Rechnungen bezahlen. Und Unterstützung bekommt Lucille dabei von ihrer besten Freundin und dessen Zwillingsbruder. Und genau in diesen Zwillingsbruder ist Lucille eben schon seit Jahren verliebt, was natürlich gerade zeitlich überhaupt nicht passt. Dieses Buch ist auf jeden Fall anders, als man auf den ersten Blick denkt. Ich finde, das Cover ja wirkt so fröhlich und auch der Klappentext, klar, ist einerseits natürlich schlimm mit der Mutter, aber andererseits, oh, sie verliebt sich, oh nee, muss das sein. Es bedient meiner Meinung nach keine typischen Klischees. Lucille ist eine sehr, sehr starke Protagonistin. Der Schreibstil hat mir unheimlich gut gefallen, der Autorin. Sie verwendet sehr viele abgehackte Sätze und ich finde, dadurch merkt man einfach, ja, die Angst und die Sorge, die Lucille hat, aber sie jammert nicht drum. Sie macht einfach, sie geht arbeiten, gibt einfach ihr Bestes für ihre Schwester, obwohl ich mich an ihrer Stelle wahrscheinlich auf den Boden schmeißen würde und einfach heulen würde. Aber das macht sie nicht. Man merkt einfach, wie stark sie ist und wie stark die Liebe zu ihrer Schwester ist. Die Atmosphäre ist wirklich sehr bedrückend, aber gleichzeitig ja, auch so hoffnungsvoll. Ich hoffe, dass die Autorin noch mehr schreiben wird, denn ich mochte ihre Formulierungen sehr, sehr gerne und würde mich dann freuen, wenn sie auch noch mehr Bücher herausbringt. Gewittert das jetzt? Das letzte Buch, das ich euch zeigen möchte, ist auch wieder richtig harter Tobak, sag ich mal. Das hat mich auch wirklich richtig mitgenommen. Hier geht es um Duncan,
dessen Abschlussjahr im Internat gerade beginnt. Und als er sein Zimmer besieht, freut er sich unheimlich auf den hinterlegten Schatz. Denn dort ist es Tradition, dass jeder vorherige Bewohner eines Zimmers für den nächsten etwas hinterlässt, den sogenannten Schatz. Und das kann eigentlich alles Mögliche sein. Im Falle von Duncan sind es Kassetten, die Tim hinterlassen hat. Und auf diesen Kassetten erzählt Tim von seinem Abschlussjahr und von einem sehr, sehr schrecklichen Ereignis, mit dem Duncan eben auch etwas zu tun hatte. Ja, mehr möchte ich euch nicht verraten. Im ersten Moment hat es mich sehr an Tote Mädchen Lügen erinnert, falls ihr das Buch schon gelesen habt, nur das Grundprinzip, eben, dass jemand was hinterlassen hat. In Tote Mädchen Lügen waren es ja, glaube ich, waren es nicht auch Kassetten? Eigentlich hier waren es CDs. Ich verwechsel das jetzt. Auf jeden Fall wollte ich deswegen einerseits unheimlich wissen, was damals passiert ist. Andererseits hatte ich auch unheimlich Angst davor. Und so hatte ich eben beim Lesen diese gemischten Gefühle. Die Geschichte ist wirklich unheimlich traurig. Und ich habe auch wirklich noch lange darüber nachgedacht, weil manches eben auch offen bleibt. Was ich auch eigentlich ganz gut finde. Ich finde es schön, wenn man selber drüber nachdenkt. Ja, es geht im Prinzip darum, wie sehr eine einzelne Entscheidung, egal wie klein sie ist, die Zukunft bestimmen kann. Und man fragt sich eben, was wäre gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Und über sowas denke ich auch oft nach im Alltag. Was wäre gewesen, wenn ich dies und das nicht gemacht hätte? Wäre mein Leben dann besser, schlechter, anders? Ja. Der Schreibstil hat mir auch unheimlich gut gefallen. War auch sehr poetisch. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ja, das war dann auch mein Lesemonat. Keine Ahnung, wie ich das zusammenschneiden soll, aber ihr habt ja gesagt, ihr hättet auch mal gerne einen längeren Lesemonat. Da habt ihr ihn. Schreibt mir doch gerne, falls ihr noch dabei seid überhaupt. Ich denke ja nicht. Dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches Buch euch den Monat so richtig gut gefallen hat. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr möchtet. Und ja, bis dann. Ciao.